Gerade außerhalb der Ortschaften gibt es im Allgäu einige alte Höfe, die nicht mehr genutzt werden. Dagegen kämpfen die Regionalentwicklerinnen Johanna Kraus und Ramona Riederer von der Allgäu GmbH an. Zum ersten Mal schauen sie sich diesen Hof in Röthenbach bei Lindau an. Von außen schaut er echt toll aus, ortstypisch, typisch auch Westallgäu mit den Schindeln. Und das ist schon sehr erhaltenswert auf alle Fälle. Ja. Doch. Wie es jetzt drinnen ausschaut, müssen wir gucken. Also, sind wir schon gespannt. Ja. Schauen wir mal, fragen wir mal, ob du hierher gehörst. Zeigst uns jetzt den Hof. Ja. In diesem Hof ist Josephine Fessler aufgewachsen. Ja, hi. Das ist der Toni. Das ist Toni. Die Begrüßungskarte. Und mein Garten hat er auch noch gesehen. Jetzt, wo die Erzieherin in Rente ist, möchte sie dem 100-jährigen Anwesen neues Leben einhauchen. Mir fällt das gar nicht mehr auf. Mhm. Und wenn man so reinkommt, das ist sehr niedrig. Weißt du, ich bin jetzt nicht die Größte, aber dass ich mal an den Deckel langen kann, das kommt selten vor. Weißt du, wie hoch das ist? Das weiß ich jetzt auch. Ich gehe jetzt von mir aus. Genau. Sagen, ist 80 oder so. Hm? Höchstens. Ja. Aber an manchen Stellen ein bisschen tiefer. Ja. Der Hausstand immer. Josephines Eltern waren Kleinbauern, die im Sommer das obere Stockwerk an Feriengäste vermieteten, mit Extra-Toiletten. Die sind jetzt für Josephine zum Problem geworden. Und zwar ist mir da echt, da müssen wir sanieren, weil mir ist es zusammengefroren. Oh, okay. Da war Wasser drin und hier war, ist ja die Gastherme und die habe ich ja dann praktisch, wie meine Eltern gestorben sind, habe ich die dann gedacht, ah, die brauche ich jetzt nicht mehr, das heiße Wasser. Mhm. Aber man unterschätzt das, das hat natürlich das Ganze hier auch gewärmt. Mhm. Und ein kalter Wind, also war halt sehr kalt. Ja, ja. War dann bei der Arbeit und hat gesprengt. Ein Hof im Dornröschenschlaf. Und da ist jetzt praktisch noch den Dachboden aufgegangen. Zu groß, zu alt, die Landwirtschaft aufgegeben. Wie könnte seine Zukunft aussehen? Eine Zukunft, die auch die Familiengeschichte achtet. Meine Vorfahren haben immer geguckt, dass sie das erhalten. Und möchte jetzt erst auch mal nicht bloß einfach verkaufen. Man könnte auch den Teil, der praktisch der Wirtschaftsteil, könnte man auch ausbauen, oder? Und dann barrierefreies Wohnen zum Beispiel oder sowas. Für uns vielleicht und dann für andere Leute auch. Das wäre jetzt so eine Idee, oder? Früher habe ich so Träume gehabt, vielleicht so Hofcafé oder so, gell? Wo wir draußen standen, kam uns auch gleich so dieses Hofcafé in den Gedanken, weil das einfach draußen mit dem Garten auch richtig schön angelegen ist. Letztendlich muss aber jeder sich auch mit seinen Ideen wohlfühlen und mit seinen Vorstellungen sich wohlfühlen. Und unser Job ist es eigentlich zu vernetzen, zu informieren, zu sich sensibilisieren, gegenseitig, genau, zu sensibilisieren und auch zu inspirieren. Ja, das ist ja auch oft so, dass die Leute auch mit auf dem Hof wohnen. Und wenn man denen jetzt eine Idee aufdrückt, die werden ihren Lebtag ja nicht mehr froh. Typisch für Althöfe ist der große Wirtschaftsteil. Hohe Tennen, leere Ställe. Hier hätten Senioren-WGs, ein Hofcafé oder neue Arbeitsformen viel Platz. Mit 13 anderen Hofbesitzern besucht Josephine die Masterclass Hoftransformation, um neue Wohn-, Arbeits- und Urlaubsformen kennenzulernen. Eine Kooperation der Allgäu GmbH und der Initiative Cowork Land. Mit dabei der Fluckenhof nahe Meierhöfen. Hier entstehen Ferienwohnungen und ein Raum für Coworking. Urlaub und Arbeit verbinden. Das ist die Idee der Besitzer. Nahe Illerbeuren hat Familie Staudinger das Bauernhaus der Oma umgebaut. Zu einer ungewöhnlichen Frühstückspension, Kammer. Solche Höfe vernetzt und begleitet Ramona Riederer. Ab und zu auch von zu Hause aus. Natürlich auch ein alter Bauernhof. Im Allgäu haben wir wirklich viele kreative, innovative Köpfe, also viele junge Leute zieht es jetzt auch wieder aufs Land, das merkt man auch. Und viele wollen aber bewusst nicht ins Neubaugebiet oder irgendwo einen Bauplatz kaufen, sondern die wollen bewusst sowas wie einen alten Hof sich holen. Generell haben wir natürlich schon die Situation im ländlichen Raum und jetzt auch im Allgäu, dass viele landwirtschaftliche Betriebe die letzten Jahre auch immer wieder aufgehört haben. Und dann natürlich dann auch oft das Wohnhaus oder dann der Wirtschaftsteil dann auch leer steht, weil dann Kinder vielleicht woanders schon gebaut haben. Und jetzt ist die Situation, dass die übernächste Generation jetzt wieder so ein bisschen die Rückbesinnung hat zu den Althofstellen, wo die Oma oder der Opa gewohnt haben.
Und das ist natürlich jetzt auch eine große Chance für die Leerstände. Einen 100 Jahre alten Einödhof nahe Biedingen haben sich Ramona, die aus dem Landkreis Cham stammt, und ihr Lebensgefährte Paul, ein Oberfranke, 2020 gekauft. Dem Eigentümer gefiel, dass Paul von einem Bauernhof stammt. Was aber interessant ist, ist das Schächtelchen, das wir gefunden haben. Mit einem ganzen Päckchen Münzen. Und da unterschiedliche von 1922, 1921. Als wir zum Beispiel das Schlafzimmer renoviert hatten, sind wir unter diesen unzähligen Schichten Tapete auf die alte Wandmalerei gestoßen. Und das war auch für uns auch so ein bewegender Moment, wo wir gesagt haben, jawohl, diese Geschichte von 1925 möchten wir wieder konservieren. Und gesagt, getan, haben wir das auch gemacht. Also wir versuchen eine gesunde Mischung zu haben zwischen Baustelle, Arbeit und aber noch leben dürfen, also Freizeitgestaltung, dass man mal in Urlaub fährt. Deswegen, wir sind jetzt von den Hofsanierern so eher die Kategorie, die Raum für Raum in Ruhe umbaut und saniert, weil es gibt schon noch andere Hofprojekte, die wir jetzt auch über die sozialen Medien kennen. Also ich kenne viele Vorteile und Nachteile, die so ein Althof mit sich bringt, und das kann ich dann auch denjenigen, die es interessiert, auch weitergeben. Das ist schon was Spannendes und wirkt halt dann auch authentisch eben. Ein Jahr Sanieren liegt hinter ihnen. Aber die Küche haben sie noch nicht geschafft. Das Unperfekte stört sie nicht, weil sie dafür etwas ganz anderes bekommen. Super, alles komplett. Wir sind voll am Land, was wir uns auch immer gewünscht haben, weil wir auch vom Land kommen. Man hat Nachbarn, man hat aber auch viel sehr Ruhe auf der Einöde. Das muss einem auch bewusst sein. Also ihr habt es nicht bereut? Nein. Absolut nicht. Mhm. Toi, toi, toi. Altholz in neue Formen bringen. Bauernschränke selbst bemalen, Makramee knüpfen und die originale Wandmalerei freilegen. So fühlen sie sich wohl. Heute kommt wieder ein schönes Stück alter Hof zurück. Die 100 Jahre alte Tür ist fertig abgeschliffen. Ja. Zängt sie wieder noch einmal. Zängt sie wieder. Wieder ein Schritt, den Sie bei Instagram in Ihrem Account Hof Amberg posten können. Das dauert meistens länger wie das Bild. Das Bild selber machen. Aber gibt es da so eine Community? Auf alle Fälle, von der profitieren wir mir auch, weil wir auf vielen Höfen folgen, in Bayern, in ganz Deutschland, Österreich, die auch alle gerade umbauen und Bautagebücher machen. Und das ist dann eine große Inspiration, aber man kann sie ja direkt austauschen zum Thema Althofstelle. Mhm. Welchen Lehmputz nehmt ihr zum Beispiel? Mhm. Oder auch das Thema Denkmalschutz, was wir hier jetzt ja nicht haben, aber auch das ist eine gute Austauschmöglichkeit. Wir schauen uns dann auch schon viel an, wie eben manche ihre Bäder gestalten. Gerade ist bei uns beispielsweise die Küchenplanung jetzt am Anfangen. Und da schauen wir uns eigentlich ganz oft auf Instagram um, wie andere Höfe vor allen Dingen ihre Küchenplanungen gemacht haben. Viel Holz, ein neuer Herd, alte Stühle. So lebt Familie Oertel seit 2015 in einem alten Bauernhof in Aitrang im Ostallgäu. Im ehemaligen Stall röstet Andreas Oertel Kaffeebohnen für das eigene Café in Marktoberdorf, in dem er auch Barista-Kurse gibt. Der Hof war als erstes da. Es gab keine Idee, es gab auch keinen Traum oder so. Es war einfach der Hof kam, klopfte bei uns an und genau, alles andere entwickelt sich danach. Etwas entstehen zu sehen, gibt einem auch eine Zufriedenheit, als wenn man ein schlüsselfertiges Haus hat und da reingeht und dann ist das so die nächsten Jahre. Und wir sind wirklich in einem Prozess. Stellflächen werden für parkende Autos und der Eingang. Mhm. Da steht natürlich nichts im Weg. Die neueste Idee, die er heute Johanna Kraus und Ramona Riederer zeigt, ein Hostel mit kleinen Wohneinheiten soll in der Tenne entstehen. Einkommensmäßig, das einfach schöner ist, dann wird wirklich hier die komplette Fassade aufgemacht und dann mit Glas und Holz gearbeitet, um dann einfach
Licht und Leben reinzubekommen. Und auch eventuell einen kleinen Bergblick zu erhaschen. Ja, genau. Also in der Richtung ist genau die Zugspitze. Arbeiten und nebenbei Urlaub machen, das will er anbieten. Ein ungewöhnliches Projekt, für das man viel Geld und Kontakte braucht. Man ist ja oft für sich alleine. Man hat eine Idee, man möchte irgendwas erreichen, man irgendwas machen. Und in unserem Fall ist das schon ganz klar. Wir haben eine ganz klare Vorstellung. Aber uns fehlt natürlich Struktur. Also es sind definitiv Kontakte bestimmt, die wir auch aufbauen können. Gerade eben, wenn es um das Thema vielleicht Förderung geht, im Bereich Marketing, Kommunikation. Da sind wir sozusagen die Spinne im Netz, die dann das Netz spinnt und die ganzen Leute auch irgendwo zusammenbringt. Wie verändert das dann Heimat vielleicht mal? Das muss es gar nicht. Es kann Heimat vielleicht auch ein bisschen neu interpretieren. Ja. Es kann Altes und Neues zusammenbringen. Und es kann aber auch zeigen, dass Land oder der ländliche Raum auch innovativ sein kann. Du hältst uns einfach auf dem Laufenden. Wir sehen uns ja dann eh. Die Vergangenheit nutzen, um die Zukunft auf dem Land gemeinsam zu gestalten. Mit außergewöhnlichen Ideen könnten viele Allgäuer Höfe so bald wiederbelebt werden.